Verdächtiger nehmen und Schmuggel. Aber das hatten wir ja eigentlich alles schon. Das jetzt im Polizeiarchiv noch mal probieren gehen. Was anderes fällt mir nämlich gerade nicht ein. Oh, Gedankenspieler habe ich. Ich will aber trotzdem jetzt erstmal das rausfinden. Das Bild von Sabaton hängt ja immer noch da. Nee, falscher Tisch. Also wenn, dann Schmuggel. Bei Verbrechen. Er ist ein Verdächtiger. Beschlagnahmt haben sie ja von dem noch nicht vorgehensweise. Ah! Na, da wüsste ich ja erst gar nicht, wo ich da suchen soll. Wenn wir bloß nach einem Symbol suchen. Du hast ja immer diese vier Kategorien, wo du drei aussuchen musst und. Bernatotti, geboren 1834, ist ein auf Cordona bekannter Geschäftsmann und Kunstmäzen. Er ist der Gründer und Eigentümer der Bernatotti Compagnie Limited. Gegründet 1873, Hauptsitz südöstlicher Teil von... Naja, das ist ja das Archiv. Ich wüsste nämlich, wie ich hier nach einer Tätowierung nur suchen soll. Weißt du? Hauptsitz südöstlicher Teil von Scaladio, Bazaar Road in der Nähe der Kreuzung mit der Roman Road. Ey, diese Bazaar Road, dort ist wohl nur kriminelles Gesocks unterwegs, hä? Mr. Bernatotti wurde am 13. Februar 76 nach einem Hinweis einer unserer anonymen Quellen vernommen. Den Angaben des Informanten zufolge ist Mr. Bernatotti in den Schmuggel von Spirituosen und antiken Kunstgegenständen zwischen den britischen Kolonien Cordona und dem restlichen Vereinigten Königreich verwickelt. Personen, die vorgeblich in Mr. Bernadottis Firma angestellt sind, waren zuvor bereits in eine Reihe von strafbaren Handlungen verwickelt, darunter Raubüberfälle, Gewaltanwendung, organisiertes Verbrechen und Erpressung. Bernadotti wurde lediglich als Zeuge zur Vernehmung vorgeladen, da es keine stichhaltigen Beweise für eine Anklage gegen ihn gibt. Während der Vernehmung, die ich gemeinsam mit Officer Booth durchführte, gab Mr. Bernadotti zu Protokoll, nichts über die von unseren Informanten genannten Aktivitäten zu wissen. Über seine Aktivitäten vor seiner Umsiedlung nach England existierten keine Informationen. Laut eigener Aussage lebte Bernadotti bis 1973 auf Sizilien in Italien, wo er ein Warengeschäft betrieb. Danach zog er nach London und begann mit seinem Importgeschäft. Zusammenfassung: Es ist nicht möglich, Bernadotti etwas zur Last zu legen. Inspektor Ryder. Während ich das durchgelesen habe, ist mir klar geworden, wie du das meinst, dass wir hier irgendwie in diesen Kategorien das als Tattoo oder halt als Merkmal. Ja, ja, ja. Aber leider nein. Leider nein. Südöstlicher Teil von Scaladio, Bazaar und Roman. Südöstlich. An impressive slice of life.
The police had a lot on him and at the same time nothing at all. Amateurs. Na, weil sie nicht in der Hand haben wollten. Die hätten den schon längst haben können. Bazaar Road und Roman Road, ne? Also hier, ich würde hier erstmal einen Kompass setzen, aber wir gucken erstmal bei den Gedankenspielen rein. Karriere des Abgesandten wäre uriniert. Sollte die Fotografie mit der Vergewaltigung an die Öffentlichkeit gelangen, wäre die Karriere des Abgesandten ruiniert. Fotografie einer Vergewaltigung. Der Abgesandte braucht die Fotografie. Der Abgesandte hegt ein eigennütziges Interesse an der Fotografie. In seinem Besitz wäre sie für ihn keine Gefahr mehr. Das war's. So, Karte, wir hatten da den Punkt gesetzt, dann tun wir uns mal hier rausschmeißen lassen. Dann ist das hier irgendwo und ich muss wahrscheinlich die Leute befragen, oder? Oder hier, die Tür? Oh, Gedankenspiele. Warum blinken Gedankenspiele noch? Hier, Kohlestaub. Der Schurke war auch ein Vogelsgalerie. Der Tote aus dem Flüchtlingslager war derjenige, der in einer Vogelsgalerie eingebrochen ist. Blinken immer noch. Wohnung wurde durchsucht und auf frischer Tat, aber ich glaube, das hatten wir doch schon, oder? Ja. Oder Nila ist die Frau auf der Fotografie. Ach so, okay. Warum das jetzt gepasst hat? Opfer des Systems. Die Flüchtlinge sind Opfer des unmenschlichen Systems. Ihre Situation muss und kann verbessert werden. Richtig. Geht's aber voran hier. Da hätten sie ja gleich so ein Ausrufezeichen hinmachen können. Wollte die Frau wegzerren, aber hat sie nicht verletzt. Der Schurke wollte die Frau entführen. Der Schurke kam ins Flüchtlingslager, um eine junge Frau zu entführen. Er hätte sie töten können, tat es aber nicht. Nicht nur Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlanger für diverse Aufgaben. Gucken gleich mal.
Ich glaube, hier hat man dann alles Schlüssige so relativ miteinander schon mal kombiniert. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr gehen. Immer noch? Den Foto vielleicht? Der Besucher könnte versucht haben, die schreckliche Fotografie zu finden und mitzunehmen. Jetzt dürfte nichts mehr gehen. Ihr wollt mich doch trollen. Der Dieb wollte den Maler nicht töten. Der Dieb hatte nicht vor, den Maler Mercurio zu ermorden. Okay. Der Dieb wollte nicht töten. Besucher könnte nach Foto gesucht haben. Galeriedieb war in Mr. Mercurios Wohnung. Der Dieb wollte die Fotografie stehlen. Der Dieb wollte in der Wohnung die Fotografie stehlen, fand sie jedoch nicht und tötete Mr. Mercurio unabsichtlich. Wir haben den Fall gelöst, obwohl wir jetzt noch an einer Adresse dran waren. Der Abgesandte will seinen Ruf wahren. Achso, das ist alles beides in und dasselbe. Okay, ist egal. Der britische Abgesandte missbrauchte bei einem Fest die Geflüchtete. Wenn ich mit der Fotografie seiner Tat an die Öffentlichkeit gehen würde, wäre seine Karriere ruiniert. Er könnte jedoch den Flüchtlingen helfen, um dies zu verhindern. Gnadenlose Gerechtigkeit. Der britische Abgesandte verdient für seine Tat weder mein Vertrauen noch Vergebung. Eine ruinierte Karriere ist das Mindeste, was er verdient. Ich werde Werner Vogel die Fotografie geben, damit er die Sache an die Öffentlichkeit bringen kann. Oder das kleinere Übel. Thomas Norton ist ein Vergewaltiger, der bestraft werden sollte. Andererseits würde dadurch den Flüchtlingen ein besseres Leben verwehrt bleiben. Ich werde dem Abgesandten die Fotografie geben, damit die Flüchtlinge eingebürgert werden. A oder B, 1 oder 2. Ha, diesmal mache ich es mir leicht. Ich sage nichts, wo ich mich verorten würde. Das habt schön, ihr zu entscheiden. Zwei. Okay. Thomas Norton ist eine Frage. Ich werde den. Oh ja, okay, gut. Aber ich schätze mal, wir werden jetzt noch mit dem Bernadotti reden. Können, müssen, sollen. Boah, das ist hier. Hauptsitz südöstlicher Teil von Scaladio, Barsa Road, in der Nähe der Kreuzung mit der Roman Road. Ach so, direkt auf der Barsa Road. Kurz vor der Kreuzung mit der Roman Road. Also müssten wir hier die große Straße mal versuchen, ein bisschen lang zu gehen. Ich denke mal, das wird die hier sein, das wird die Barsa Road sein. Wäre halt schön, wenn man hier mal. Aha. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Excuse me, just one question. No, I don't know anything about that. Okay, wir müssen uns wieder verkleiden.